Moin Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Next Car Game. Endlich ist die Early Access da, beziehungsweise ich habe die ja schon eine ganze Weile, aber jetzt komme ich endlich mal dazu, auch ein Video über dieses famose Spiel zu machen. Und ja, wir haben natürlich gerade mal zwei Autos und drei Strecken, von der eine Derby Arena ist, aber ich habe hier schon mehr Zeit investiert als in Need for Speed Rivals. Keine Ahnung, ob das Video vor oder nach diesem kommt, auf jeden Fall, will ich mich gar nicht drüber auslassen. Oh Gott, Entschuldigung, ich bin erkältet, Schleim im Hals, aber das soll uns nicht aufhalten, das grandioseste Rennspiel 2014 zu testen, mit euch natürlich. So, Tarmac-Reifen, 500 Horsepower rein und dann fahren wir an meine absolute Lieblingsstrecke, nämlich Asphalt, 24 Leute. Geschaltet wird automatisch und Fahrhilfen raus. Ich fahre ganz gerne ohne Fahrhilfen, weil dann geht der Wagen ein bisschen mehr ab. So, unter anderem möchte ich natürlich auch gerne dem Dustin, unserem allseits beliebten Dauergast in meinen Videos, das Spiel präsentieren, denn der kann die Early Access nicht spielen, weil der Typ ausgebrannt ist. Pleite, ein Opfer. Und deswegen an dieser Stelle einfach nur eine große Begeisterung, endlich dieses Spiel spielen zu können. Es ist die Early Access, also wir spielen hier die Pre-Alpha, ja. Wir haben ja schon Spiele gehabt, da hat man in der Beta gesagt, oh mein Gott, das verbuggt, ey. Und vor einer Beta kommt eine, so eine Art schon Close-Beta ist ja auch schon eine etwas vorherigere Version. Vor einer Beta kommt ja aber noch die Alpha, das ist dann sehr früh. Und vor der Alpha kommt die Pre-Alpha. Das ist das hier. Und in einer Pre-Alpha ist das Spiel mitten in der Entwicklung. Ja, Ruckel. Das bedeutet, wir spielen ja eigentlich die absolute Erstversion, ja. Selbst auf einer Gamescom hast du eine spätere Version eines Spiels. Hier ist wirklich, die Entwickler sind gerade noch dabei, wir haben noch nichts. Wir können trotzdem schon spielen und es gibt keine Bugs, es gibt keine Ruckler. Es ist eine super Grafik. Dürfte ich mal erfahren, warum Bugbear, ein Entwicklerstudio, das auf Kickstarter zurückgreifen muss, weil kein Publisher sie unterstützen will, eine Pre-Alpha so gut hinkriegt und ein AAA-Titel wie Call of Duty oder Battlefield 4 schaffen es mit Millionen von Dollar nicht mal eine vernünftig laufende Beta hinzukriegen. Dürfte ich das mal bitte erfahren? Wie geht das? Ich verstehe es nicht. Das muss mir mal einer erzählen, ja. Critical Damage. Fehler hat es auf jeden Fall noch. Das ist kein Critical Damage. Das ist schon. Guck mal, die Wand geht kaputt. Das ist so gut. Das ist so. Oh Gott, ich habe einen Rechtsstrahl. Ja. Das ist jetzt ein bisschen doof. FPS, komm, fang dich. Ja, das war jetzt, das war auf jeden Fall so nicht geplant, deswegen machen wir jetzt meine Standardtaktik. Ich bleib ganz gerne immer hinten. So, aber wenn ich hinten bleibe, können die sich da vorne ein bisschen, ein bisschen battlen. Und dann ziehe ich dann nachher einfach schön dran vorbei. Sieht übrigens immer sehr, sehr schön aus, wenn die sich hier, ja. Wenn die sich da so ein bisschen anditschen. Und da geht der nächste ab. Mit ein paar Überschlägen. Das Spiel ist so geil. Es ist aber tatsächlich kein Flatout. Es ist nicht mehr ansatzweise ein Flatout 4. Es ist auf jeden Fall alles viel taktischer. Hier kannst du nicht frontal reinrasen, weil dann schaffst du das Rennen auf jeden Fall nicht mehr. Ach du Scheiße. Hier ist schon wirklich Vorsicht geboten. Und wenn du halt wirklich mal Blechkontakt hast, dann fühlt sich das auch sehr, sehr gut an. Die Wagen haben ein ordentliches Gewicht. Blechkontakt ist vorhanden, ist sehr intensiv. Alter, er reißt gerade das Schild mit. Und es ist wirklich ein Randtasten. Nein. Boah! Ja, das, was Dustin gemeint hat, ey, wie cool wäre das, wenn da einer auf der Strecke stehen bleibt, alle fahren da rein. Das ist hier Standard. Die KI. Was ist mit der Fähre los? Die KI scheint noch nicht ganz top zu sein. Also in dieser einen Kurve gehen da alle ab. Da ist momentan nichts zu machen, deswegen, wenn man hinten bleibt, siebter, gut, ist jetzt auch nicht eine Top-Platzierung, aber zwei sind ja schon ausgeschieden,
denen geht es nicht mehr ganz so gut. Die können wir gleich noch besuchen gehen, aber... Na, ach ja, übrigens. Pre-Alpha, Cockpit-Ansicht. Motorhaube-Ansicht, Stoßstangen-Ansicht, Chase-Kamera. Ne? Das ist die beste Pre-Alpha, die ich jemals gesehen habe. Die Hochglanz müsst ihr jetzt entschuldigen, ich weiß gar nicht, wie die kommen. Ich glaube, das kommt vom Aufnehmen. Habe ich mich sonst nie. Es läuft mit 24 Wagen. Bei mir mit knappen 40 FPS Minimum. Für ein Rennspiel ist es nicht sonderlich viel. Dafür, was hier eigentlich abgeht, auf jeden Fall doch sehr lobenswert. Wir erinnern uns, Need for Speed hat 30 und ruckelt bei mir sogar jetzt teilweise schon. Ah! Ja. 40 kann man auf jeden Fall mit leben. Es läuft ja dann flüssig. Und ja, wie gesagt, Pre-Alpha, die schrauben dann auch an der Performance. Das ist alles hier noch nicht fertig. Die Autos fehlen, die Strecken fehlen. Und erfreulicherweise wird dieses Spiel sehr wahrscheinlich keine DLCs. Was ist denn jetzt los? Keine DLCs bekommen. Hallo? Ey, das hatte ich. Da, warte mal. Das hatte ich schon mal. Dass der ab und zu so hängen hatte. Aber jetzt. Das hatte ich bei der Aufnahme von Lost Planet 3. Da hat der auch ab und zu mal so gestockt. Da habe ich die Aufnahme neu gestartet, da ging das eigentlich. Ist jetzt gerade ein bisschen enttäuschend. Habe ich ehrlich gesagt sonst wirklich nie gehabt. Also das ist jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, es wird sehr wahrscheinlich keine DLCs geben, da dieses Spiel Mod Support unterstütze. Heißt, es wird Community Tracks geben, es wird Autos geben, neue Autos, es wird so viel neuen Content geben, alles gratis, geilen Scheiß und... Da habe ich doch tatsächlich noch vom CD-Wand berührt. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, komm, ja. Nein, ja. Verdammt. Zweiten Platz konnte man nicht mehr halten. Na, egal. Ja, Mod Support hat mir das ja auch schon gesagt. Ey, Julian, Mod Support hier und da, dies und das. Die Entwickler, die haben es verstanden, wie ein Spiel lange lebt. Es geht nicht darum, dass Bugbee verstanden hat, dass ein Spiel länger lebt, wenn man es modden lassen kann. Spielehersteller wollen ihre Spiele nicht lange leben lassen. Weil, bitteschön, was bringt denn Mod-Support bei Modern Warfare 3? Dann kauft sich ja keiner mehr Ghost, ne? Und so denken die Entwickler mit, deswegen werden solche Spiele wie Call of Duty oder Battlefield, die werden nicht richtig gepatcht, da wird sich keine Mühe gegeben, die sind verbuggt wie Scheiße, nach dem Motto, die Leute kaufen es ja eh, warum soll ich da jetzt groß die Hacker bannen oder Fehler ausbessern, wenn wir demnächst das neue Spiel rauskloppen und dann sagen die Alten, das Spiel ist so scheiße, das neue, das wird eh viel besser und so werdet ihr eigentlich permanent verarscht. Aber na gut, wer es mit sich machen lassen will, bitteschön. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ich kaufe jetzt kein Need for Speed mehr, ich werde mir kein Call of Duty mehr kaufen, ich werde mir kein Battlefield mehr kaufen, ich habe einfach die Schnauze voll. Will ich nicht mehr. Ich lasse mich doch nicht permanent verarschen. So, jetzt einmal dieses Auto, selbe Strecke nochmal. Ich finde die Strecke einfach geil. Die Dirt-Strecke werden wir auch machen und natürlich ein Crash-Derby. Ein Crash-Derby ist ja das, was wir Flatout-Fans, wir wollten das wieder haben. Ein Spiel wie Flatout, Crash-Derby und ja! Hier ist jetzt wirklich auch der richtige Modus mit drin. 24 Mann, das ist richtig geiles Chaos. Und es ist taktischer, als man es sich vorstellen mag. Obwohl Flatout war es ja auch nicht unbedingt untaktisch. Also wenn du da reingefahren bist, volles Rohr, dann hast du auch schneller Zeit hier gesegnet. Nur hier haben wir halt das Problem, dass man halt komplett zermatscht werden kann. So, jetzt fahren wir mit meiner absoluten Hasskarre. Ich mag die Karre gar nicht. Weil du wirst hier über die Strecke geschoben wie so ein Bob. So, schön hinten. Was macht ihr denn da? Schön bleiben hier, schön Cockpit. Ah! Oh! Was machst du da? Ja, haben wir... Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Haben wir direkt einen mitgekriegt, ja, der Reifen hat noch extra Schaden... Oh Gott, ohne Verhelfen steuert sich der echt wie ein Schlitten auf Eis. Nein! Nein, nein, in die Wand, in die Wand, in die Wand, in die Wand, in die Wand! Nee, ich mag die Karre überhaupt nicht. Also diese Massekarre gefällt mir schon richtig gut, weil sie hört sich auch fett an und... Ja, ey, wisst ihr... Ja, super, sieht toll aus. In Cockpit-Ansicht, unfahrbar.
schönes Ding. Ich möchte auf jeden Fall noch ein paar Videos von der Technik machen, denn die machen mir immer noch Spaß. Richtig geil. Was machen die denn hier schon wieder? Nein, die schon wieder Bildhänger. Lass das doch mal sein. Ich verstehe das gar nicht. Warum hast du das plötzlich? Oh, oh. Ja, danke schön. Die Wand, ich feier das so hart. Oh. Boah, es geht da hinten ab, Alter. Scheiße. Da kommen wir gleich dran vorbei. Das muss ich mir ansehen. So. Wir sind 12 da und guck mal, von 24 Wagen sind nur noch 18 im Rennen. Das ist sehr wenig. Was hat der eigentlich gemacht? Die ganze Seite ist von ihm ja eingedrückt. Aber wir sehen ja auch nicht gerade besser aus. Und geheime Abkürzung. Hui. Ja, bis jetzt ist der Prüfer natürlich noch nicht wirklich viel vorhanden. Die Derby-Rennen, die kann man eigentlich gewinnen, indem man sich einfach raushält. Die Rennen gibt es auch keine Belohnung oder sowas. Also es gibt einfach momentan noch nichts. Wie gesagt, das ist die absolute Vorversion. Die Entwickler, die haben selber gerade geguckt, ja, das funktioniert gerade so. Ne? Das können wir den Leuten ja schicken. Ich habe lange nicht mehr das Gefühl gehabt, einen Entwickler so dringend unterstützen zu müssen wie bei Bugbear, dass sie wirklich ohne... Oh, was ist denn hier los, Alter? Oh Gott. Also, dass Bugbear da wirklich so hinter ist, dass sie selbst ohne Publisher sagen, wir wollen dieses Spiel machen. Ein Publisher, der ein Spiel macht für die Fans und für das Spiel selbst und nicht für das Geld, das man daraus bekommt. Hallo Call of Duty, hallo Battlefield, ne? Ist ja teilweise nur so, dass die Entwickler Spiele nur noch dazu machen, um möglichst viel Geld abzukassieren. Also schnell... Kein Scheiß, Call of Duty ist das beste Beispiel dafür, du Arschloch. Die geben für die Werbung, für die Vermarktung des Spieles, wie Ghost, mehr Geld aus als für die Entwicklung selber. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die haben Millionen. Wie viel hat MW3 eingespielt? 200 Millionen? Davon wird ein minimaler Bruchteil in das Spiel investiert, ja? Ich meine, Bugbear schafft es mit $350.000 ein Spiel wie das hier zu machen. Und die schafft es mit 200 Millionen nicht mal einen vernünftigen Shooter auf die Beine zu stellen. Und wirklich, keine Ahnung, ob die da 1 oder 2 Millionen gerade mal drin versenken, weil die da so viele Teams anmachen haben. Und der Rest, wirklich mehrere Millionen werden nur noch für Werbung ausgegeben. Hier, unser Spiel, das ist geil. Und dann wird auch noch Millionen bezahlt, um irgendwelche möchte gern Games News Redakteure dazu bezahlen, damit die das Spiel möglichst gut bewerten. Ich habe von so vielen gehört, dass Ghost so scheiße sein soll, aber im Trailer 97%, 100%, bester Shooter des Jahres. Wo kommen diese Bewertungen her? Das könnt ihr mir nicht erzählen, das sagen selbst Fans, wie scheiße das Spiel ist. Wo kommt diese 97er-Prozent-Wertung her? Ja, und da fließt das ganze Geld hin, das ihr bezahlt habt. Und dadurch, dass ihr jetzt euch Ghost gekauft habt, finanziert ihr Ghost 2, das ist angekündigt, das war eigentlich auch klar, das habt ihr damit auch finanziert. Und ja, ihr seid bescheuert. Ihr seid einfach nur bescheuert. Ich würde mir, scheiße, ich hätte vielleicht die Fahrhilfen einbauen sollen. Das ist jetzt Gravel, wir fahren nämlich auch auf Gravel. Aber ich finde dieses Thema viel sehr gut. Könnt ihr das vielleicht denken, das passt jetzt gar nicht, warum machst du jetzt Call of Duty fertig? Es passt gerade wirklich, weil Next Car Game ist das Produkt dessen, was ein Entwicklerstudio für die Gamer macht. Und Call of Duty ist der beste Beweis dafür, wie man seine Fans verarscht. Denn das habe ich mal in irgendeinem Video gehört, ich glaube das war von MaxFPS. Activision scheißt auf euch Fans. Der ist auf die Call of Duty Community bezogen. Activision scheißt auf euch. Die spucken auf euch, ihr seid denen scheißegal. Das Einzige, was die von euch wollen, ist euer Geld, dass ihr deren Spiel kauft. Und ihr tut es! Jedes Mal wieder! Ihr habt euch MW3 gekauft, das war so scheiße! Und danach hat Activision auf euch gespuckt, hat gesagt, wir patchen das nicht, wir bleiben einfach mal auf 0 Bildern hängen. Wir patchen das nicht, wir ziehen euch ab mit DLCs, ihr seid scheiße, pff, fickt euch! Was macht ihr? Ihr kauft euch das nächste Call of Duty. Ihr seid so bescheuert. Ich habe mir im ganzen Leben 2 Call of Duty gekauft. World at War, das ich sogar richtig gut fand. Und Black Ops 2, wo ich den Zombie-Modus gut finde. Das war's. Und ich werde mir auch keins wieder kaufen. Weil das ist einfach verschwendetes Geld für mich. Auch Need for Speed. Das war verschwendetes Geld. Das war Andrea. Mehr war das nicht.
Gravel, ich hasse Gravel, ey. Gravel, Gravel, Gravel. Warum soll ich jetzt Gravel? Warum versuche ich jetzt mit Absicht die Wörter falsch auszusprechen? Pri-Alpha, Gravel, so assig. Geh mal. Oh Gott, Alter, wenn du einen berührst, ey, dann gehst du richtig Schlitten fahren. Ah! Warum macht die FPS jetzt eigentlich nicht mit? Könnte Max FPS mir vielleicht was von seinem Namen abgeben? Okay, der war nicht so doll, ich weiß. Ich bin 16. Scheiße, Mann. Du bist mich jetzt verarschen? Was macht der denn da? Parkt da am Schild? Nee, der. Oh, pff, ich muss jetzt die Fahrhilfen einbauen. Wenn ihr übrigens im Laufe dieses Videos Wünsche habt, was wir denn alles so mal machen sollen, mit wie vielen Autos ich fahren soll, mit welchen angeschalteten Fahrhilfen oder ausgeschalteten Fahrhilfen, mit, oder mal. Ich habe mal mit Rennreifen hier Gravel gefahren. Das wäre eine lustige Anliegenheit, euch mal zu zeigen. Nein. Ich würde mich mal interessieren, ob hier so ein Punktesystem irgendwann noch mit reinkommt. So wie bei Flatout. Dass wenn du einen Gegner zum Überschlag bringst, dass du halt ein paar Punkte kriegst. Und diese Punkte sind dann halt später die Währung, womit du dir dann halt neue Wagen kaufst. Oder hier jetzt demnächst sogar Wagen reparierst. Oder hier Tuning-Teile einbaust. Und hast du nicht gesehen. Das wäre mal interessant zu wissen, ob es das Punktesystem gibt, weil ich habe das nämlich richtig gefeiert. War aber vielleicht auch der Grund, warum ich jedes Rennen verloren habe, weil ich wusste genau, wenn ich da jetzt richtig reinbretter, dann gibt es Punkte. Punkte ist gleich Geld. Ist in XK-Game nicht unbedingt von Vorteil, da richtig reinzubrettern, weil ihr wisst ja, dann ist Auto nicht mehr ganz so heile und nicht mehr ganz so fahrtüchtig. Also ohne Fahrhilfen geht das Ding gar nicht. Gravel ohne Fahrhilfen. Macht das mal, wenn ihr das auch habt, ich hoffe, ihr habt das jetzt endlich mal vorbestellt, dann macht das mal. Gravel ohne Verhalten. Das ist lustig. 16. Woran könnte es liegen, dass wir verloren haben? Ich wüsste was. Komm, pass mal auf. Wir werden das Auto ein bisschen umfrisieren. Und zwar die Dingsreifen, die werden wir natürlich drin lassen. Wir werden aber ein bisschen technisch was. Und zwar werde ich mir jetzt mal ein leistungsschwächeren Motor einbauen. Warum? Weil ist so. Nee, damit er nicht ganz so stark weggeht. Gravel ist drinne. Und dann, spaßhalber, fahren wir das mal nur mit 12 Autos. So, die ganzen Fahrhilfen erstmal rein. Dann fahren wir das mal mit 12 Autos, weil 24 ist echt ein richtiges Chaos. Und finde ich gerade bei Gravel irgendwie nicht so wirklich passend, weil da schiebt dich einfach alles von A nach B. Und 12 Autos sind da schon etwas besser. Aber hier so Tarmac, hier Asphaltstrecken 24, das geht klar.